Vielen Dank für diesen freundlichen Empfang. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich mache keine Lesung, keine Angst, aber ein kleines Stück möchte ich doch vorlesen, was von 1971 ist und was dieses Bild hier beschreibt. Nicht ganz richtig übrigens, weil ich es damals nicht besaß. Das Bild stammt irgendwann aus 1949 oder so aus Italien und ist eine Werbung für eine gewisse Firma, die Sie alle kennen. Und ich hatte das auf einer Skihütte in Tirol gesehen. Da war das gerahmt als Werbung. Und habe das dann aus der Erinnerung geschrieben. Und später hat mir das dann ein Freund, der das Buch, oder jemand, der das Buch gelesen hat, das war ein unglaubliches Buch der damaligen Epoche, also das hat 12 Auflagen gehabt, der hat das fotografiert, hat das irgendwo gesehen und hat fotografiert und seither besitze ich also eine nicht sehr gute, aber doch deutliche Kopie. Und die Beschreibung von damals, die lautete folgendermaßen: In Venedig wird eine Ansichtskarte feilgeboten, die zugleich für diese Stadt und einen amerikanischen Konzern wirbt. Sie zeigt den Markusplatz mit dem notorischen Heer von Tauben. Die Tauben stellen sich da in organisierter Form, in riesigen Charakteren bilden sie den Namen Coca-Cola. Die Charaktere sind die des gesetzlich geschützten Markendesigns. Die Vorlage für das Werbefoto wurde dadurch hergestellt, dass die Manager das Markenzeichen mit Taubenfutter durch angeheuerte Gelegenheitsarbeiter auf den Platz streuen ließen. Die Tauben flogen nicht herbei, um das Markenzeichen zu bilden, sondern um zu fressen. Das Futter wurde nicht gestreut, um die Tauben zu füttern, sondern sie auf seiner Spur als Statisten arbeiten zu lassen. Das Arrangement ist den Tauben absolut fremd und äußerlich. Während sie sich das Futter einverleiben, sind sie unter das Kapital subsumiert und von ihm einverleibt. Das Bild, Triumph kapitalistischer Werbetechnik, zeigt sinnbildlich einen grundlegenden Aspekt des Kapitalismus. So, und jetzt geht es dann weiter und da wird das verglichen. Sozusagen ein Sinnbild, eine Allegorie, gewissermaßen für entfremdete Lohnarbeit. Jetzt möchte ich aber mal einen zweiten, ganz anderen Anfang machen. Ich hatte mich seit den 60er Jahren mit dem Thema beschäftigt, schon als junger Student. Und erst als ich Marx las, bekam ich einen Methodenschlüssel in die Hand, um diese Phänomene beschreiben zu können. Und ich habe dann dieses ganze Material exakt, soweit ich das verstehen konnte, in der Methode des Kapital als einer Art Seitengebäude zu dem Werk von Marx aufgebaut. Das will ich jetzt mal vorführen, wie das geht. Jetzt fürchte ich natürlich, dass hier nur einige das Kapital von Marx vor Augen haben. Es beginnt bekanntlich mit der Ware. Die wird zerpflückt. Das muss einerseits etwas Brauchbares, also auf Bedürfnisse bezogenes sein. Das nennt man dann Gebrauchswert seit Adam Smith. Aber andererseits, bloß Hunger zu haben, gibt dir dieses Brot nicht. Du musst zahlen oder etwas eintauschen. Also andererseits hat es einen Tauschwert. Und man kann auch sagen, dieser Tauschwert ist eigentlich das Dominante. Das entscheidet darüber, ob der Gebrauchswert ans Bedürfnis kommt oder nicht. So ist zunächst mal die Ausgangssituation. Jetzt hat der Marx gleich am Anfang des Kapital, relativ am Anfang im zweiten Kapitel, hat er festgestellt, dass dieser Tausch überhaupt unmöglich ist. Fand ich hochinteressant. Das hört sich folgendermaßen an. Und jetzt muss man einfach ein bisschen cool zuhören. Das ist jetzt fast wie Mathematik. Alle Waren sind nicht Gebrauchswerte für ihre Besitzer. Sonst würden sie es ja nicht losschlagen, ne? Gebrauchswerte sind sie für ihre Nichtbesitzer. Die Waren müssen sich daher als Werte realisieren, also sprich verkauft werden, bevor sie sich als Gebrauchswerte realisieren können. Also das Brot gegessen werden oder irgend so etwas. Andererseits müssen sie sich als Gebrauchswerte bewähren,
bevor sie sich als Werte realisieren können. Na, jetzt, aber wie geht das? Das ist wie beim Hauptmann von Köpenick, dem arbeitslosen Schuster, dem die Behörde erklärt, ohne Arbeitsplatz keine Aufenthaltsgenehmigung, während ihm die andere Behörde ohne Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeitserlaubnis erteilt. Solche gordischen Knoten kann nur die Gewalt durchschlagen. In dieser Geschichte tritt die Gewalt im Modus des ästhetischen Scheins in Aktion, also jetzt beim Hauptmann von Köpenick. Der Arbeitslose kostümiert sich als Hauptmann, verkleidet sich, der dem bürokratischen Unsinn durch einen Befehl, er hat seinen Säbel da hängen und alle Epauletten, ein Ende bereitet. Was mich nun bei Marx fasziniert hat, ist, dass er dieses Problem, dieses Hauptmann von Köpenick-Problem einer Ware, sie muss sich zuerst als Tauschwert realisieren, bevor der Gebrauchswert realisiert werden kann, und der Gebrauchswert entscheidet darüber, muss sich bewähren als Gebrauchswert, bevor jemand das kauft. Dass er dieses Problem unbearbeitet liegen lässt. Er geht einfach weiter. Vergegenwärtigt man sich den Kapitalismus seiner Zeit, ist das verständlich. Denn damals gab es noch keinen Monopolkapitalismus, keine Markenartikel in diesem Sinn. Aber wie kam es, dass dann in der Wirklichkeit die wahre Geldbeziehungen munter über die von Marx aufgezeigte Aporie rüberhüpfen? Aporie ist eigentlich eine ausweglose Widerspruchssituation, ne? Das ist Sackgasse, da geht es nicht weiter. Und trotzdem wird unaufhörlich verkauft und gekauft. Wie funktioniert das dann eigentlich? Eigentlich müsste man denken, Marx hat logisch bewiesen, dass das nicht möglich ist. Hier galt offenbar, was Marx von der Auflösung einer anderen Tauschaporie sagt, in ihrer Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Mit militärischem Schein, wie der Hauptmann von Köpenick, also wahrscheinlich kennt das hier fast niemand mehr, ne? Das ist ein absolut interessantes Theaterstück, oder? Ein Arbeitsloser, der entweder der das nicht kriegt, was er als Bedingung hierfür braucht, und das nicht kriegt, weil er das andere als Bedingung dafür braucht. Das ist eigentlich eine ganz aktuelle Figur. Jedenfalls, anders als beim Hauptmann von Köpenick, kann man da nicht mit dem Schwert und mit der Hauptmannsuniform arbeiten. Auch wenn vor Jahren der auf der Kritik der Warenästhetik fußende Film unter dem Titel Der schöne Schein der Waren dem unglücklichen Einfall folgte, der nicht meiner war. Ich habe vergeblich protestiert, man hat aber als Autor kein Recht über das, was die dann draus machen. Dem unglücklichen Einfall folgte, die Bundeswehr die Einkaufstüten darauf überprüfen zu lassen, ob auch genügend gekauft worden sei. Nee, so geht's nicht. Doch die Kostümierung des Hauptmanns von Köpenick weist dennoch einen Weg. Musste nicht der Gebrauchswert realisiert werden, bevor der Tauschwert realisiert werden konnte? Hier springen Gestalt und Oberfläche, bald auch Verpackung und bildliche oder szenische Inszenierung der Ware und ihres Konsums in die Bresche. Es genügt ja, dass wir, die potenziellen Käufer, uns vom Aussehen des Objekts überzeugen lassen oder von den Reden, mit denen der Verkäufer die Verhandlung begleitet. Tendenziell werden von nun an alle Sinnenreize aufgeboten werden, aufgrund derer sich die Adressaten, uns den Gebrauchswert versprechen können. Derart greift die ökonomische Warenform auf die ästhetische Form der konkreten Waren über. So, und jetzt führe ich den ersten Kunstbegriff ein, der eigentlich sehr simpel ist. Also ich hoffe, es ist verstanden, was ich mit ästhetisch meinte, das Ensemble aller Gestaltmerkmale. Ne? Wenn wir sehen, dass die Kruste des Brots, die Form, der Duft vielleicht. So. Das meiste kann man künstlich machen heute. Also das wäre der technische Begriff des Ästhetischen, was ich jetzt hier verwende. Das Ensemble der sinnlichen Wahrnehmungsgrundlagen vielleicht, die auf uns wirken, nicht nur sinnlichen, auch die begrifflichen, also die Diskurse, die Wörter, die wie ein Hof
die Ware dann umgeben. Entweder lebendig als Verkaufsgespräch oder draufgeschrieben halt. Der technische Begriff, den ich jetzt einführe, heißt ästhetisches Gebrauchswertversprechen. So, und jetzt kann man eine These formulieren. Es kann nicht der Gebrauchswert sein oder nur in nur noch verschwindend vorhandenen Grenzsituationen, der sich vor dem Kaufakt bewährt. Früher war das übrigens so, da ging das selbstverständlich. Und heute auch noch, wenn er auf den Markt geht, dann darf man bei klugen Gemüse- und Obsthändlern mal eine Kirsche probieren oder eine Erdbeere, um zu entscheiden, ob man das kauft. Einverstanden? Dann hat man den Gebrauchswert, hat sich bewähren können und bevor man es kaufte. Das geht. Man kann auch von der Käsetheke, wenn es noch eine Verkäuferin gibt, ein Stückchen runterschneiden lassen. Ich weiß nicht, ob das bei euch möglich ist, aber wo ich lebe, ist es möglich. Und das probieren und dann kann es sich auch vorhergehen. Aber was machen wir mit einem Markenhemd oder mit irgendetwas, was in einer Dose eingeschweißt ist? Und dazu muss ich vielleicht noch einfach ganz unordentlich ein Faktum erzählen. Als ich das Buch zuerst, das alte, das halb so dicke, veröffentlichte, da war in Westdeutschland jede fünfte Ware verpackt. Heute gibt es so gut wie keine unverpackten mehr. Also in der Zeit, in dieser Generation, ist ein ungeheurer Schub gegangen. Ich habe es in China gesehen, wie die dort, also vor ein paar Jahren, wenn da jemand Fleisch kauft oder Gemüse, dann wurde das hinten auf den Fahrradständer ohne Einpackung, nichts eingepackt, einfach so hinten drauf geklemmt, ja, und ab durch den Verkehr. Jetzt geht in China ein ungeheures Wachstum der Verpackungsindustrie los. Also die holen jetzt genau diesen Trend nach. Nur damit man sieht, das ist, und dann ist es natürlich aus mit dem Gebrauchswert vorher. Man kann ja nicht aufreißen und gucken, ob das wirklich drin ist, was außen darstellt. So. Also das ästhetische Gebrauchswertversprechen wird entscheidend für die Auslösung des Kaufs. Da kann man ein richtiges Gesetz formulieren. Jetzt, wie wirkt eigentlich ästhetisches Gebrauchswertversprechen? Das muss man sich richtig mal erstmal vorstellen. Natürlich hat das objektive Aspekte. Die Dinge werden mit aller Kunst so und so gestaltet, ihre Oberfläche, die Farbe, vielleicht der Geruch und so weiter. Das ist okay, das ist ein Gegenstand. Aber ein Gegenstand allein kann überhaupt nichts versprechen, sondern wir müssen es uns versprechen. Das heißt, aufgrund der objektiven Beschaffenheiten des Gegenstandes verspreche ich mir, ja, das, danach habe ich ein Bedürfnis und kaufe es. Sodass man jetzt ein zweites richtiggehend Gesetz formulieren kann, das Wirkungsgesetz der Warenästhetik, dass nämlich der Springpunkt, die Angel, worum es sich dreht, in uns liegt, in den Adressaten. Und wenn sich in der Folge das, was, nachdem man uns ausforscht, von hinten bis vorne, was sich dann als Warenästhetik in der Kultur immer mehr ins Zentrum schiebt im Laufe der letzten Generationen und heute praktisch, wenn man von ein paar Konzerthäusern und Bibliotheken absieht, natürlich in einer Stadt wie Weimar tritt das ganz anders in den Vordergrund, aber in einer normalen westdeutschen Stadt zum Beispiel, vermutlich auch nicht nur in Westdeutschland, ist eigentlich das, was früher Kirchen und Offizialbaulichkeit war, was den Charakter einer Stadt ausgemacht hat, ist gewichen, ja, kurz gesprochen, der Inszenierung von Waren. Das ist der absolute Sinnhorizont und das Sinnzentrum, das organisierende Zentrum, in dem sich Städte heute darbieten. Das war ein bisschen gesprungen, jetzt komme ich nochmal zurück. Also ästhetisches Gebrauchswertversprechen, der Angelpunkt, um den es sich dreht, sind die möglichen Käufer. Als von sich aus sind wir ja nicht hauptsächlich Käufer, sondern wir wollen es konsumieren, also als Konsumenten. Jetzt geht das weiter. Da muss ich eine historische Illustration anbringen. Also im 19. Jahrhundert, Zeit von Marx, ist klar, da geht man in einen Laden, wie heute auch, bloß dass das dann ein Ladenbesitzer war und keine Kette und man beraten wurde und nicht einfach supermarktartig sich selbst bediente. Und
Der Verkäufer oder die Verkäuferin war entscheidend für das, was und wie mir angeboten wurde, welcher Diskurs das umgab und wie das wirkte. Das heißt, die Industrie kriegte Aufträge von den Verkäufern. Der Handel hatte eine absolut entscheidende Position. Der Handel hatte das Monopol des Kontakts mit den Käufern. Und die Industrie musste ja ihre ganzen Gewinne ziehen aus den Erlösen, die der Handel an die Industrie abgibt, für die Ware. Einverstanden? Und jetzt kommt eine epochale Erfindung. Die Industrie war damit nicht zufrieden. Das war das Kapital. Der Kleinhandel war da relativ bescheiden. Die Industrie brauchte eine Brücke, wie sie den Kleinhändler überspringen kann und direkt die Kunden erreicht. Das ist die Zeit, in der sich die ersten Monopole bilden oder die großen Konzerne oder Oligopole, wie man genauer sagen kann. Und die Erfindung, die sie historisch machen, Ende des 19. Jahrhunderts, heißt Markenartikel. Das heißt, neue Gesetze werden gebildet, intellektuelle Urheberrechte, die beziehen sich auf die Form einer Flasche, einer Verpackung, auf das Ensemble der Sinnesdaten und auch Informationen, mit denen uns Waren dann begegnen, aufgrund derer wir uns ihren Gebrauchswert versprechen. Mit Hilfe also des Staates und des Rechtes, welcher das Eigentum garantiert auf die Form, zum Beispiel der Coca-Cola-Flasche, darf kein anderer das zunächst so verwenden, den Namen auch nicht, und darf auch in der Werbung nicht zu nahe kommen. Auf Basis dessen gelingt es jetzt, den Handel praktisch zu einer untergeordneten Gestalt zu machen. Die Industrie tritt direkt mit den Käufern, die dann im Einzelhandel kaufen natürlich, in Kontakt über die Markenwerbung. Und in derselben Zeit entstehen, zunächst sind das natürlich die Printmedien und dann entsteht sehr schnell das Radio und schließlich das Fernsehen in den USA schon sehr, sehr früh, in den späten 30er Jahren, haben die schon Farbfernsehen, mindestens die Anfänge sind da. Und jetzt werden diese Medien Träger der Botschaft. Jetzt führe ich einen anderen technischen Begriff dafür ein. Das ist für uns heute so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr merken. Ja? Das ist ganz klar. Und was wir auch nicht merken, ist, dass wir für viele Sachen gar keinen eigentlichen Begriff mehr haben. Wir haben nur noch einen Namen. Also wenn ihr irgendwie ein Fensterputzmittel kauft, dann heißt das so oder so, aber ihr wisst gar nicht, was drin ist. In meiner Kindheit hat man noch Salmiak und Alkohol gemischt mit Wasser und hat dann mit all dem zerknüllten Zeitungspapier die Scheiben gewinnert. Das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Vielleicht gibt es noch ein paar alte, die noch wissen, dass das so geht. Aber in einer ganzen Breite haben wir praktisch die Sprache verloren, um die Dinge bei ihrem Sachnamen zu nennen. Das heißt, die Markennamen sind eingedrungen in unsere Kommunikation und sogar noch in viel mehr, nämlich in unser Selbstverständnis, in unsere Identität, nicht bloß die Namen natürlich, sondern die Markengestaltung. Führe ich dafür auch einen technischen Begriff ein, wie man das definieren kann. Nämlich, vorhin hatten wir das ästhetische Gebrauchswertversprechen. Das ist eine sehr frühe Sache. Ich, als Kind war ich fasziniert auf dem Markt, wie die Äpfelpyramiden gebaut waren. Die zeigten alle roten Backen nach der Seite, wo der Käufer stand. Aber wenn man nach hinten guckte, dann hatten die Macken und waren grün. Ja? Also das war bei den Kirschen genauso. Vorne waren alle makellos. Wenn man eine probieren durfte, kriegte man eine von vorn. Aber eingepackt wurde von hinten und da war dann jede dritte wurmig oder irgend so etwas. Also das ist ganz normal. Ja? Ästhetisches Gebrauchswertversprechen, eine uralte Geschichte. Jetzt aber wird ein konkretes ästhetisches Gebrauchswertversprechen gesetzlich, staatlich geschützt und der Besitzer oder Eigentümer desselben hat das Monopol auf die Verwertung. Das kann man also nennen ästhetisches Gebrauchswertmonopol. Und auch wenn es kein Monopol gibt in dem Sinn, dass es nur eine Firma gäbe, die in einem Wirtschaftsumkreis Waschmittel verkaufen würde, konkurrieren jetzt eine Reihe von, das hört sich etwas paradox an, weil Konkurrenz wird jetzt geführt mit solchen ästhetischen Gebrauchswertmonopolen.
Das, was ihr dann kennt, ich weiß nicht, welche Namen ihr mit Waschpulver verbindet, aber Persil und weiter, was immer es ist. Also jedenfalls, das ist jetzt die neue Konkurrenz. Nochmal, der technische Begriff wäre, und die Aufbau ist so, ästhetisches Gebrauchsinnversprechen und ästhetisches Gebrauchswertmonopol. Das Letztere ist unter Markenartikel selbstverständlich und damit sind wir schon in der Mitte, im 20. Jahrhundert kommt das voll durch, verspätet in Europa wegen des Weltkriegs oder der Weltkriege, in Amerika schon früher. Das bestimmt dann die Kultur. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wenn sich nun einmal ästhetische Gebrauchswertmonopole etabliert haben, dann gibt es eine Möglichkeit, die ist atemberaubend. Das heißt, dann hat ja jetzt die Industrie hat es jetzt in der Hand, diese Gestaltungen zu ändern. Aber nur der Eigentümer darf es ändern, immanent ändern. Dann heißt es zum Beispiel das neue Persil und kriegt eine andere Verpackung. Bei Persil ist das vielleicht harmlos oder bei irgendeinem anderen Waschmittel. Aber etwas anderes ist mit Möbeln, mit Kleidung, mit dauerhaften Konsumgütern, die auch viel kosten. Und das Problem fürs Kapital ist, dass die Leute haben schon Möbel und haben schon eigentlich Kleidung und haben irgendein Radio. Aber was sie nicht haben, ist der neue Löwe Opta oder der neue sowieso. Das heißt, jetzt konzentriert sich die Anstrengung der Industrie darauf, das noch Fungierende an Gebrauchswerten zu veralten. Ästhetische Obsoleszenz ist da das technische Wort. Ästhetische Veraltung heißt das. Also man schafft man eine Art künstliche Alterung, indem die ganze Beleuchtung dieser Gegenstände lässt sie als von gestern erscheinen. Und alle, die mit der Zeit gehen, fühlen sich dann bemüßigt, rauszuschmeißen. Die Werbung hieß damals, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt der 60er Jahre, große Spruchbänder, wie in der DDR nur für politische Zwecke, die lauteten: Altes raus, Neues rein. Ja, das ist erfolgreiche Politik gewesen. Jetzt, wie nennen wir das? Nochmal, wir haben ästhetisches Gebrauchswertversprechen. Darauf baut auf das ästhetische Gebrauchswertmonopol. Und jetzt, nachdem das da ist, wird möglich die periodische Innovation des ästhetischen Gebrauchswertversprechens. Also die ästhetische Innovation und Veraltung der Warengenerationen. So, das wäre sozusagen die Kette, in der sich das entwickelt. Und da könnte man jetzt furchtbar viel mehr Einzelheiten anbringen, die ich auch für sehr interessant halte, aber das würde mehrere Abende füllen und das geht nicht. Zum Beispiel müsste man jetzt die Personen reinholen, sowohl die Verkäufer, denn die verändern sich in der Zeit mit, die werden Bestandteil der Warenästhetik und ihr Verhalten auch. Man müsste auch die Käufer einbeziehen, denn die verändern sich. Und ob die sich verändern, weil das geht jetzt rein in ihr Imaginäres. Sie kriegen sozusagen Gedankenfilme geliefert, wer sie sind, wenn sie das und das tragen, statt jenes tragen und empfinden sich, oder wenn sie die Zigarette rauchen, statt jener. Sie kriegen imaginäre Räume und können sich in diesen imaginären Räumen imaginieren, als wer bin ich eigentlich, was bedeute ich eigentlich für andere. Das hört sich vielleicht jetzt banal an, aber es ist manchmal erschreckend. Ich hatte im letzten Semester einen Lehrauftrag, ich bereue es, dass ich ihn angenommen habe, an der Hochschule für Technik in Stuttgart, bei den Innenarchitekten. Und in dem Seminar, was ich da hatte, bin ich völlig gescheitert als akademischer Lehrer. Am Schluss hat mich schnippisch eine Studentin beschrieben: Ja, wenn ich mich schlecht fühle,
dann gehe ich, kaufe mir ein neues Paar Schuhe und fühle mich ganz happy. So, das wäre so etwa, ihr kennt die Motivation, ne? Fasst mal an die eigene Brust, vielleicht entdeckt ihr dort einen Funken davon. Ja? Also das ist nichts, was etwa außerhalb von uns wäre. Das ist wirklich unser Leben, das ist unser Alltag, das sind wir. So, bevor ich jetzt zur Gegenwart komme, möchte ich noch zeigen, dass das in der Geschichte eine uralte Sache ist. Die erste Sache, die ich zeigen möchte, ist die Schöpfungsgeschichte der Griechen. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte von Prometheus und Epimetheus noch in Erinnerung hat. Es war ein Titan, der hat vom Himmel das Feuer gestohlen und wurde dafür von den Göttern zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde nämlich an den Kaukasus geschmiedet, wo ein Adler seine Leber fraß. Und da er unsterblich war, war das eine Permanenzfolter. Herakles hat ihn später befreit und den Spruch der Götter dadurch eingehalten, dass ein kleines Steinchen aus dem Kaukasus an einen Ring gefasst wurde und den trug er am Finger vernetzt hat, sodass es das immer noch das Urteil der Götter respektiert, aber doch zivilisiert war. Diese Geschichte aber war es nicht, das, worum es jetzt geht. Die entscheidende Geschichte, mit der die Griechen erklären, wie der Krieg in die Geschichte kommt und die Armut und die Zersetzung des Gemeinwesens, das ist die Geschichte vom Opfer, was der Prometheus organisiert, um den Zeus, den obersten der Götter, zu beschwichtigen. Sie schlachten also einen Ochsen, stattlichen Ochsen, und der Prometheus macht zwei Häufen aus dem, was daraus geschnitten wird. Hier tut er hin die Knochen, das Fett, den Talg und obendrauf die Haut. Das ist ein ganz großer Haufen. Und hier kommen bloß die Filets, der Hinterschinken und so weiter, das Feine. Und dann, so berichtet es Gustav Schwab in den Sagen des klassischen Altertums, der hat das wunderbar eingedeutscht, wähle, sagt der Prometheus zu Zeus, was dein Herz in deinem Busen dir befiehlt zu wählen. Die offizielle Theologie der Griechen, die hatten keine Pfarrer, muss man sagen. Die hatten keine Theologie außer den Dichtern. Die hatten nur Dichter für die Götter. Großartige Kultur. Keine theologischen Fakultäten. Wähle also, was dein Herz in dem Busen dir befiehlt zu wählen. Und natürlich haben die Dichter, die mussten ja die Götter als Götter belassen, oder wollten es auch, haben gesagt, der Zeus wusste genau, was los war, behaupten sie. Der sah sehr gut durch die Haut durch, dass da Knochen und Talg waren, und während hier das Gute war, das Fleisch. Aber dennoch wählt er den großen Haufen. Ich glaube jetzt nicht an die Dichter, sondern glaube, dass, wie Platon sagt, alle Dichter lügen, Verzeihung, also fingieren, Fiktion machen, dichten eben. Und dass der Zeus es wirklich nicht wusste. Der war einer von uns. Da war ein großer Haufen und ein kleiner Haufen. Und er kriegt sozusagen für denselben Preis das, was er wählt. Und er wählt den großen Haufen. Wer von uns würde das nicht tun? Und er wird also betrogen. Er wird beschissen nach Strich und Faden. Und jetzt sind wir auf Rache. Die Rache sieht folgendermaßen aus. Alle Techniken, jede Technik hat eine Art Gott oder Göttin, die das spezialisiert ist, die werden alle aufgeboten einem Roboter, menschenartigen Roboter, alle Attraktionen zu verleihen, die menschliche Sinnlichkeit bezirzen können. Es wird eine Frau geschaffen. Und die wird ausgestattet mit allen Liebreizen, aller Schönheit, Klang der Stimme und was man sich nur vorstellen kann. Die Griechen waren nicht sehr frauenfreundlich, muss man dazu sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Aber jetzt folgt trotzdem mal dieser Geschichte. Und diese Frau, die kriegt einen Korb mit oder ein Gefäß, weiß nicht, was es war, jedenfalls irgendein Gefäß mit einem Deckel drauf. Und in dem Gefäß sind alle Übel, unter denen wir bis heute leiden. Armut, Lüge, Krieg, Krankheiten, alles ist da drin. Verrat, alles ist drin. Und ganz unten ist die Hoffnung, Elpis. Und jetzt wird diese Frau, klopft also an die Tür. Jetzt die Geschichte geht
Weiter, da müssen wir wieder aufpassen, wie vorhin bei dem Zeus, der scheint genauso wenig allwissend war, wie wir es sind. Und der Prometheus, Prometheus heißt auf Deutsch der Vorbedachte, Prometi sozusagen, also vorausfühlen, was kommt, nicht? Der erwartet es. Der Prometheus, der Vorbedachte, hat nicht vorbedacht, dass das, was da kommt und ihn bezirzt, vielleicht ein Problem darstellt. Die Dichter spalten ihn nun auf in einen Prometheus, der vorausdenkt, und einen Epimetheus, der erst im Nachhinein merkt, was er gemacht hat. Epimetheus, wörtlich übersetzt, kann man so übersetzen, nachbedacht, vorbedacht und nachbedacht. Das sollen Brüder sein, aber wir können sagen, wir alle sind vorbedacht und nachbedacht. Ne? Wir überlegen uns vorher was und wenn wir einen Fehler machen, dann versuchen wir aus Schaden klug zu werden, dann sind wir ein Nachbedacht. Es ist besser, also die beiden von der Dichtung auseinandergelegten Gestalten als dialektischer Zusammenhang in einer und derselben Figur zu denken. Jedenfalls, diese Gestalt Epimetheus nimmt das Geschenk an und macht den Deckel auf und jetzt entfliehen all die bösen Geister, die uns bis heute quälen. Und dann erschreckt, schmeißt er den Deckel wieder drauf, sodass die Hoffnung drin gefangen bleibt. Das ist die letzte, die kommt nicht raus. So, dass die Schöpfungsgeschichte, oder gehört zur Schöpfungsgeschichte der Griechen. Und ihr seht da drin im Grunde alles, was ich über ästhetisches Gebrauchswertversprechen gesagt habe, geschildert. Das war ein Handelsvolk oder ein Teil der Griechen waren Handelsspezialisten, die Ionier, von denen glaube ich das Wort Gauner abstammt. Jedenfalls, das waren schifffahrende Händler, die wirklich den Leuten ein X für ein U vormachen konnten. Und die das in ihren Geschichten auch erzählen konnten und ihren eigenen Gott hatten für solche Listen und so weiter. Das lasse ich jetzt mal weg. Sie waren nicht die Einzigen. Zur Verabschiedung noch eine Geschichte aus 1001 Nacht. Und zwar, aus 1001 Nacht. Und zwar, das ist die Geschichte von der Messingstadt. Da müsst ihr aber wissen, dass Messing, die geht das jetzt zurück ins Mittelalter oder noch länger, noch weiter zurück. Und Messing ist ein kostbares Metall. Von hohen Mauern aus schwarzem Stein umgeben, also eine Karawane zieht durch die Wüste. Endlose Dünen, 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 immer dasselbe Bild. Und nachts drüber der Sternenhimmel und tags die gnadenlose Sonne. Und dann kommen sie, sehen sie von weitem schon diese Stadt. Schwarze Steine, Mauern, Türme, die Tore so fein eingelassen, dass man sie von der Mauer beim besten Willen nicht unterscheiden kann. Sie heißt Messingstadt nach ihren Dächern, von denen gesagt wird, dass sie aus andalusischem Messing gemacht waren. Andalusien ist ja in Spanien und Andalus ist arabisch und das war von den Arabern kultiviert. Dort sind die ungeheuerlichsten Bauwerke, Bewässerungsanlagen, ungeheurer Stolz der arabischen Kultur noch besichtbar. Und es gibt heute eine Art Bewegung unter Arabern, sie wollen Andalusien wieder zurückerobern. Das braucht uns aber jetzt nicht zu beschäftigen. Jedenfalls andalusisches Messing, ein Handelsgut, ja, was offenbar übers Meer geschifft wurde und weit, weit durch die Wüste transportiert von Karawanen. Also Messingstadt, wegen der Dächer. Die Stadt ist wie ein Safe, angefüllt mit dem Warenkapital des Luxushandels. Weil kein Tor zu finden ist, machen die Abgesandten des Kalifen eine Leiter. Und zwar so, wie man das im Turnverein früher gemacht hat. Also jeder steht auf dem anderen auf die Schulter, bis einer oben über die Mauer guckt. Einer klettert also dran hoch, bis er ganz oben war. Das lese ich jetzt richtig vor aus der Geschichte, aus 1001 Nacht. Dann richtete er sich auf, blickte starr auf die Stadt, klatschte in die Hände und rief, so laut er rufen konnte, bist du schön? Und warf sich in die Stadt hinein. Da ward er mit Haut und Knochen völlig zermalmt. Der Emir Musa aber sprach, wenn ein Vernünftiger so handelt, was wird erst ein Irrer tun? Immer noch einer klettert hinauf und die Szene wiederholt sich, bis die Expedition 12 Mann verloren hat. Schließlich steigt der Einzige, der den Weg zur Messingstadt kannte und also auch den Rückweg, der Scheich Abd es-Samad. Und wenn der Rückweg nicht mehr weiß, sind sie alle verloren. Wasser haben sie kaum mehr.
Sie riskieren jetzt alles. Der steigt die Leiter hinauf. Ein weiser Mann, der viel gereist ist, ein hochbetagter Greis, den der Jahre und Zeiten Flucht gebrechlich gemacht hatte. Wird auch er auf den Zauber hereinfallen? Oder vielmehr sich hineinwerfen? Dann wird die ganze Truppe verloren sein. Der also erklimmt die Menschenleiter, indem er unablässig den Namen Allahs des Erhabenen anrief und die Verse der Rettung betete, bis dass er oben auf der Mauer ankam. Dort klatschte er in die Hände und blickte starr vor sich hin. Aber alles Volk unten rief laut: Tu es nicht, o Scheich Abd es-Samad, tu es nicht, wirf dich nicht hinab. Er aber begann zu lachen und lachte immer lauter. Später tut er den als künstlich durchschauten Schein kund. Als ich oben auf der Mauer stand, sah ich 10 Jungfrauen, wie Monde anzusauen. Die winkten mir mit den Händen zu, ich solle zu ihnen herabkommen. Und es kam mir so vor, als ob unter mir ein See voll Wasser wäre. Und da muss man in der Wüste sich vorstellen, was Wasser bedeutet. Also ein Schluck schon, geschweige denn ein See. So, das ist die Geschichte, die zeigt, wie stark in die arabische, auch eine stark Händler durch Händler Kultur bestimmte Gesellschaft das Thema Schein, trügerischen Schein, zum Thema hat. Ja? Das war der Punkt. So, und jetzt verabschiede ich mich, das ist mein erstes Kapitel gewesen, ich hoffe, die Zeit reicht noch, das zweite Kapitel aufzuschlagen, nämlich, was passiert eigentlich im Hightech-Kapitalismus? 40 Jahre später, und jetzt bräuchte ich das andere Bild, das heißt Desigual. Und das ist wieder eine Allegorie, aber die dir wird... Ja, das ist genau das. Ich hoffe, es tut mir leid, also ihr müsstet wenigstens einen Blick mal drauf werfen, damit, was damit anfangen kann. Nur ganz kurz, dann lieber... Also, sonst hat das keinen Witz. Ne? Dieses Bild ist jetzt eine Allegorie über euch, über uns. Das mag merkwürdig scheinen, aber ihr werdet schon verstehen, warum. Jetzt musst du ja sagen, was Allegorie eigentlich heißt. Allos heißt anders, auch tauschen, ist auch drin. Und wie heißt es? Egoreo heißt erzählen. Hängt mit Agora zusammen. Das heißt, es ist eine Andersrede, eine Allegorie. Die zeigt etwas, zum Beispiel hier sieht man ein paar Nackte, irgendwie die Hände irgendwie, die scheinen zu jubeln, dahinter ein komisches Gemälde. Aber es bedeutet überhaupt nicht das, was man sieht. Es bedeutet was anderes. Es ist eine Allegorie, so wie meine Tauben in Venedig. Jetzt lese ich nochmal ein kleines Stück hier vor, damit ihr die Interpretation seht. Es geht nämlich schneller. Das läuft so. Wenn die im ersten Buch geschilderten Coca-Cola-Tauben auf dem Markusplatz in Venedig das Firmenlogo nachbilden mussten, wenn das ein Sinnbild für die Warenästhetik der fordistischen, Fordismus, kennt man den Ausdruck? Basierend auf dem Fließband, auf rationalisierte Arbeit, das, was in der DDR als Wirtschafts, sozusagen das Nonplusultra der Produktivitätsförderung und in der Sowjetunion zumal bekannt war, die eigentliche Computerzeitalter ist ja nicht ganz erreicht worden, es war nur an der Schwelle, stockte es, der Computer macht dieser Welt dann praktisch ein Ende. Und bis dahin ist es die vollendete Mechanisierung, Chemisierung, was es alles gibt, beruht auf standardisierter Massenproduktion. Die Arbeit ist am Fließband aufgeteilt in einzelne Akte, monoton sich wiederholende Akte. So habe ich es noch kennengelernt bei Kodak, als ich da war. Am Fließband standen die Frauen und jeder hatte irgend so etwas, wo man etwas von der links aufnimmt, vom Land aufnimmt, irgendwo ranhält, wo es geschliffen oder geschnitten oder gebohrt wird und dann wieder auf das Band legt. Das war monoton, repetitiv, das lag alles praktisch zurecht. Versteht ihr, keine Bewegung war unnötig und nichts anderes als genau dieser Teilproduktionsakt. Das ist zuerst mal im Schlachthaus in Chicago entwickelt worden, diese Technik. Da wanderten die Schweine oben an der Decke. Und die spezialisierten Schlachter, jeder machte seinen Schnitt. Ne?
Und dort hat es dann übrigens Max Weber besichtigt und kam nach Deutschland zurück. Wir müssen das unbedingt imitieren. Und vor allem wurde es dann groß implantiert in der Automobilproduktion, die von Henry Ford, der mit dem Taylor, danach die Taylorisierung für Rationalisierung von Arbeit, zusammenarbeitete. Und das machte die Epoche der Massenproduktion und damit auch des Massenkonsums überhaupt möglich. Und das nennt man Fordismus, weil Ford, die Autoindustrie, dann eben sozusagen das Pilot, die Pilotware war und die Pilotarbeitsverhältnisse im Betrieb. So, Fordismus, nur damit man es versteht. Und man kann sagen, das erste Buch ist Warenästhetik im Fordismus. Der triumphierte in Deutschland so in den 60er, in Westdeutschland, 60er und 70er Jahren. Aber in gewisser Weise auch in der DDR, da bin ich nicht befugt, das zu beschreiben. Ich habe aber ein Referat gehört über Fordismus in der Sowjetunion. Also das spielte eine ganz große Rolle, die Erforschung des amerikanischen Fordismus, die Implantation von Techniken, zum Beispiel eine Maschine, die Hamburgers machte als Proletariatsnahrung, wurde von einer hochrangigen Delegation aus Amerika zurückgebracht. Lenin hat sich sehr dafür interessiert. Die Kaufhauskultur, die von Amerika übernommen werden sollte, und dann hat der Krieg aber das unterbrochen. Und die Krise zuerst mal vor dem Krieg. So, aber das ist ein anderes Thema, also fordistisch. Jetzt nochmal. Die Tauben von Venedig lassen sich als Sinnbild des Fordismus lesen. Und wie das ist, so jetzt hier dieses Bild. Dieses Bild, hey, wo ist es denn? Ach so. Dieses Bild, das stammt von der spanischen Bekleidungsfirma Desigual. Ich weiß nicht, ob jemand diese Kette kennt, das ist eine Modekette. Desigual. Auf Deutsch heißt das ungleich. Igual ist egal, also gleich. Egalitarismus. Desigual. Die haben praktisch dieses postfordistische Sinnbild geschaffen. Die Kunden erhalten dabei Ware im Tausch gegen einen Werbeauftritt. Dass die Konsumenten zu Werbeagenten, wie bei den Tupperware-Partys, kennt ihr das, Tupperware-Partys? Ja. Also wo praktisch die Käufer selber eingespannt werden, um weitere Käufer zu finden und dafür irgendwas bleibt bei ihnen hängen. Das ist also nicht neu, das gab es schon im Fordismus. Aber jetzt, was ist mit dieser Technik? In diesem Beispiel werden wir nicht dazu gebracht, wie in den 70er Jahren, unsere Kleider, zum Beispiel das T-Shirt, mit Markenzeichen zu versehen. Ich weiß noch, der Skandal, den das ursprünglich auslöste, also dass jemand sich freiwillig zu einer Art Litfaßsäule macht, unbezahlt, irgendein Markenzeichen da drauf hat oder auf dem Rücken hat, eigentlich zunächst unvorstellbar. Und dann wurde es völlig normal, schick. Und überall tauchten Markenzeichen auf den Hemden und so weiter auf. Jedenfalls, Moment, eine Generation später geht das ganz anders. Jetzt werden wir nicht dazu gebracht, unsere Kleider mit Markennamen zu überziehen. Jetzt werden wir dazu bewegt, uns die Kleider vom Leib zu ziehen. Entra desnudo, saldrás vestido. Komm nackt herein, geh angezogen wieder raus. So hieß der Werbespruch. Mit dieser Losung praktizierte diese Firma Desigual am 17. Februar 2006 in Barcelona den damals letzten Schrei der Werbung. Das Ambient Marketing, Ambient Marketing, dass man ein ganzes Milieu sozusagen greift. Das Echo übertraf alle Erwartungen. Gratiskleidung sollte es für die ersten 100 geben, die nackt kamen. Doch es kamen 500, die von 5 Uhr früh bis zur Ladenöffnung um 9 Uhr Schlange standen. Man soll Bekleidung kaufen. Das ist die Negation der Negation, die Entnacktung. Also wenn nackt heißt, ich habe keine Kleider an, das ist eine Negation, ne? Bin unangezogen. Und Kleidung ist die Negation dieser Negation. Die hebt mit der Unangezogenheit auf und ich gehe dann angezogen wieder raus. Und das ist sozusagen das Spiel, was da gespielt wird. Die Blöße als Folie macht es unnötig, mit besonderer Qualität für diese Kleider zu werben.
Wie die Nacktheit die Abwesenheit von Kleidung schlechthin, ist ihre Negation, die Entnacktung, Kleidung als solche. Kleidung sans phrase. Eine Losung wie tritt nackt herein, geh angekleidet raus, rechnet damit, dass sich der Schwarm der Schnäppchenjäger über seine SMS-Buschtrommeln und seine Mund-zu-Mund-Propaganda selbst herbeiruft. Wie beim Schneeballsystem pflanzt sich die Losung dabei nicht linear fort. Jeder Empfänger ist ein potenzieller Fokus eines weiteren Ambients. Jeder Empfänger wird zum Sender, der wieder weitererzählt. Die nicht mitwirken, werden darauf aufmerksam und reden darüber. Wer dann schließlich mitwirkt, zahlt für die Kleidung mit seiner Scham. Die Schamlosigkeit des Geschäfts wird den Pilotkunden zugeschanzt, die damit Aufsehen erregen. Klar, kommen sofort die Fotografen und Kameraleute von überall her und damit den Bilderbetrieb der sich übers Fernsehen identifizierenden Gesellschaft füttern. So werden diese Kunden Statisten eines Theaters, das man ihresgleichen vorspielt. Das ist der Unterschied. Damals waren die Tauben Statisten eines Theaters, das man uns vorspielte. Jetzt sind wir die Statisten im Theater, das man uns vorspielt. Im Zeichen allgemeiner Werbemüdigkeit wird der Zustrom desto größer sein. Jetzt versuche ich mal zu skizzieren, wie ich mir den Rahmen denke. Was ist eigentlich inzwischen passiert? Etwas haben wir schon gehört. Die Verpackungsindustrie hat praktisch die Warenwelt übernommen, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Fließband ist praktisch eine Randexistenz plus noch. Der standardisierte Massenarbeiter und die Massenarbeiterin, als ich bei Kodak war, waren das vor allem Frauen an den Fließbändern. Die Einrichter waren Männer. Also es war durchaus weiblich. Das Personal am Fließband, die gibt es noch, aber sie sind auch nur noch marginal da. Die Fertigungsstraßen gibt es selbstverständlich noch, aber sie sind durchsetzt mit Robotern und sozusagen Modulbauweise, was etwas ganz anderes ist. Also es kommen die Module. Und damit das möglich ist, braucht es natürlich erstmal die vollentwickelte Mechanisierung, Elektrifizierung. Es braucht die Messtechniken hochperfektioniert, es braucht Regeltechniken nach Strich und Faden und es braucht etwas, was all diese Technologien des Messens, Steuerns, Bewegens, Innehaltens selber steuert. Und das ist der Computer. Der Computer hat die Welt der Produktion, das ist für uns heute selbstverständlich, aber trotzdem muss es ja im Kopf behalten, was ist da eigentlich passiert? Hat sie revolutioniert. Das hat wunderbare Aspekte. Also in der Automationsforschung der 70er Jahre hat man dann geguckt, was machen die eigentlich, wenn die arbeiten? Und da gab es Schaltzentralen, die waren mit Aquarien ausgestattet oder mit Pflanzen schön vollgestellt. Dort waren einige Leute, Männer meistens, die taten nichts. Und ringsherum Tafeln mit Anzeigegeräten, Lampen und irgendwelche Regulierungsknöpfe oder Schalter. Schaltwartisten oder irgendwie so. Ich habe vergessen, wie der technische Ausdruck war in der Industrie. Etwas, das war ein neuer Typ von Arbeitsplatz, der immer schneller, immer größere Bereiche eroberte. So sah es aus, wo man Massengebäck herstellte. So sah es aus, wo man Massentextil herstellte. Zuerst mit NC-Maschinen und dann ging das immer weiter. Eine ungeheure Produktivitätssteigerung, müsste man denken, die damit einhergeht. Die Produktivitätssteigerung hat dann allerdings, zwar ein ungeheurer Segen, hat einen ungeheuren Fluch mit sich gebracht. Nämlich Produktivitätssteigerung heißt, dass mit derselben Arbeitsmenge sehr viel mehr bewegt werden kann. Und wenn man nicht noch sehr viel mehr braucht, heißt es, dass Arbeitsplätze verringert werden. Das heißt, es entsteht jetzt eine Massenarbeitslosigkeit neuen Typs, die man nennen kann hochtechnologische Arbeitslosigkeit. Den Begriff nehme ich aus den 30er Jahren. Dort hat ein sehr gescheiter Arbeitsforscher den Begriff technologische Arbeitslosigkeit geprägt und hat ihn folgendermaßen definiert. Ich spreche von technologischer Arbeitslosigkeit dann und genau dann,
wenn die durch neue Technologien freigesetzten Arbeitskräfte nicht durch die neuen Produktionen dieser neuen Technologien aufgefangen werden. Ist das klar, was gemeint ist? Denn wenn ich eine ganz neue Industrie aufbaue, gibt es neue Arbeitsplätze, das ist klar. Ich verliere zwar hier Arbeitsplätze, aber gewinne dort. Und dann, wenn die, die ich hier verliere, nicht mehr aufgesaugt werden, von denen ich dort gewinne, dann spricht er von technologischer Arbeitslosigkeit. Und inzwischen haben wir aber einen Sprung der Produktivitätsentwicklung, der gewaltig höher ist. Das wäre ein eigenes Thema, nur um es anzutippen. Jetzt beginnt eine Epoche mit einem ganz tiefgreifenden Mentalitätswandel. Für historische Materialisten eigentlich ein gefundenes Fressen. Weil die Produktionsweise verändert jetzt die Lebensweise, verändert die Mentalität, verändert das Identitätsgefühl und so weiter. Das wird die große Zeit der Individualisierung. Schluss mit den standardisierten Normalitäten. Es ist die Zeit, in der man unterschiedlich aussehen kann, ohne dass es einen Skandal gibt. Man kann piercen oder kann farbige Haare haben oder gar keine, wenn man es rasieren will. Man kann lesbisch sein oder schwul sein. Nicht ganz so leicht ist das beides, aber man kann es. Und überhaupt während vorher fast militärisch Normalität durchgezwungen wurde, wehe, du warst kein richtiger Junge oder kein richtiges Mädchen, ist jetzt die Vielförmigkeit sozusagen der Standard. Ja? Das ist ein riesiger Wandel, ein ungeheurer Wandel, der da passiert ist. Es wird auch ein ganz neuer Typus an den avancierten Arbeitsplätzen verlangt. Die neue Arbeitskraft kann nicht mehr genau wie die bisherige auf gleiche Weise kontrolliert werden, weil sie mit einem interaktiven System arbeitet. Also in der Regel, selbst in der Holzsägerei, arbeitet man an irgendeinem Computer, wo man eingibt, der rechnet dann die Optimierung aus, wie man so einen Baumstamm zersägt. Jedenfalls, das ist zwischen Säge, zwischen Arbeitsgegenstand, dem Baum, Arbeitsmittel, dem Sägearrangement, ist noch ein weiteres Aggregat hinzugekommen, der Rechner, der das optimiert. Und der Arbeitsplatz hat sich zurückgeschoben und sich auf den Standpunkt eines Kontrolleurs des Regelsystems dieser Apparatur verwandelt. Das heißt, es ist ein ganz anderer Typ von Arbeiter. Im Vergleich mit dem alten, der massenhaft standardisierte, der standardisierte Massenarbeiter, der ist verträglich mit ziemlich rigorosen Disziplinen. Also die Sowjetunion war tiefst geprägt durch diesen Typ von Arbeit, über den eine ziemlich hohe Hierarchie von ingenieurhafter Arbeit aufgebaut war. Während jetzt, als der Computer einzog, die Hierarchie flacher wurde und der Menschentyp an der Basis sich wandelte. Der musste sehr viel Unternehmereigenschaften verinnerlichen, weil von ihm sehr viel mehr abhing als bisher. So, das ist der neue Typus am Arbeitsplatz. Und der neue Typus auf dem Arbeitsmarkt aber ist ein ganz anderer, und das wissen die hier Jüngeren sehr gut. Der neue Typus ist der Prekäre. Wenn man in der alten Epoche, man war praktisch Bestandteil eines Betriebs, wenn das gut lief und die Kinder traten, oder der Sohn trat wieder in den Betrieb ein, das ist wie bekannt passé. Es gibt kaum mehr Lebenslaufkontinuität, sondern dieses Flickwerk-Identität, dass man mal dies, mal jenes macht. Die Beschäftigungen sind nicht immer zum wachsenden Teil, in Spanien etwa die Hälfte, bei der Jugend noch mehr, sind nicht abgesichert, sind befristet, wenn überhaupt. Und man muss ständig damit rechnen, einen Wechsel vornehmen zu müssen, der niemals ohne Reibungsverluste abgeht. Das heißt, es ist ein ganz anderer Menschentyp, wird sozusagen gezüchtet durch diese Verhältnisse. Wenn du nichts da mitkommst, dann wirst du den Kürzeren ziehen. Also das ist ein ungeheurer, informeller, von niemandem gepredigter, doch ein bisschen schon, Zwang, den diese Verhältnisse da entfalten. So, das ist sozusagen die Basisverhältnis. Die Subjekte haben sich also geändert. Das passt nun mit dem Desigual-Beispiel ganz schön zusammen. Weil das sind ja nicht mehr sozusagen ein Kino voller Werbezuschauer, denen auf der Leinwand was geboten wird, sondern sie selber sind die Akteure, ne? Sie selber sind eingespannt, sie sind schon Teil des Vorgangs. Und der neue Typus, zu dem wir alle gehören irgendwie, heißt der Schnäppchenjäger.
an allen möglichen Fronten, wo es früher feststehende Preise, garantierte Verhältnisse gab, heißt es inzwischen, es gibt Schnäppchen. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Flugzeug nach Berlin fliegen will, dann kostet das zwischen 1 und das 6-fache in der Billigklasse. Das hängt ganz davon ab, wann ich wie, wo buche. Ja? Ich muss also ständig gucken, dass ich ein Schnäppchen bekomme. Und das gilt auf ganz vielen Bereichen. Der Schnäppchenjäger oder die Schnäppchenjägerin ist also darauf raus, sich ständig sozusagen umzuorientieren zwischen wechselnden Angeboten. Das wäre also eine neue Gestalt, die hier auftritt. So, jetzt muss ich allmählich in Richtung auf mein Ende kommen. Was passiert eigentlich jetzt in der Gegenwart? Die Älteren werden sich noch erinnern, die Jüngeren werden das gar nicht wissen. Stellt euch mal vor 20 Jahren gab es kein Internet. Also keine normalen Leute gab es Internet. Das könnt ihr euch doch gar nicht vorstellen erleben, oder? Könnt ihr es euch noch vorstellen? Gibt es noch welche? Also wer geht nie ins Internet? Ich möchte mal ein Handzeichen haben von den Jüngeren. Zeig doch mal, komm, mach mal. Also ich würde fast sagen, das ist eine seltene Spezies. Da muss man das muss man also fast schon würdigen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Aber das Internet ist das neue, übers Handy an jeden Kinder Platz gebrachte Kommunikationsmedium. Und das ist gerade noch im Anrollen. Das ist noch nicht fertig. Also das wird noch viel weitergehen. Ne? Da muss man schon Science Fiction lesen, um die Vorstellung zu schulen. Was kommt eigentlich jetzt noch auf uns zu? Also diese Unmittelbarkeit zum Netz und die Unmittelbarkeit des Zugangs und auch des Zugegangenwerdens, das ist etwas ganz Neues. Jeder, der in Google irgendetwas sucht, wird von Google protokolliert. Google ist eine interessante Firma neuen Typs. Die verkaufen eigentlich kaum eigene Ware. Das stimmt jetzt nicht mehr ganz. Aber klassisch lebten sie nicht vom Verkauf von Ware. Sondern was sie hatten, verschenkten sie. Und diejenigen von uns, die googeln, die haben dieses Programm kostenlos. So wie wir kostenlos Firefox und Thunderbird oder was wir immer sonst haben. Nicht wahr? Da nimmt man von uns gar kein Geld. Im Gegenteil, man freut sich, wenn wir es benutzen. Weil indem wir es benutzen, legen wir Spuren. Und das Ensemble dieser Spuren definiert uns besser als jede Geheimpolizeikartei, das im Leben hätte machen können. Das heißt, wir werden identifizierbar. Und jetzt fängt ein Sprung, ein neuer Qualitätssprung auf dem Gebiet der Werbung an. Die Werbung wird jetzt individualisiert. Und Google verkauft zum Beispiel sein Wissen in neuer Form an die Werbeindustrie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die absolut revolutionär sind. Die eine Möglichkeit ist, man muss nicht mehr irgendein Plakat kleben, einfach so hoffen, dass irgendjemand das anguckt oder dass das Folgen hat. Nein, der Kunde, der Werbekunde zahlt nur, wenn ein Werbeding angeklickt wird. Wenn ein Google-Nutzer oder ein Nutzer es anklickt und aufmacht. In dem Moment fällt irgendwo ein paar Cent sozusagen auf die Rechnung des Werbetreibenden, der das gemietet hat. Ne? Ist klar? Das ist ein ganz neuer Typus. Und das Zweite ist, der Werbetreibende, indem er Zugang zu den Profilen bekommt, kann direkt werben. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch bei Amazon gekauft hat. Wenn ihr das gekauft habt, dann kriegt ihr folgende Werbung im Kunststich. Ähnliche Bücher sind gekauft worden, also Leute, die dieses Buch, was du gerade gekauft hast, gekauft haben, haben auch folgende Bücher gekauft. Das heißt, es fängt jetzt schon an, dass über dich ein Profil angelegt ist und du also ein spezialisiertes, aufs Individuum zugeschnittenes Angebot bekommst. Ne? Jetzt schauen wir doch mal, was Facebook macht. Facebook ist noch toller, weil in Facebook geben wir allerlei von unseren. Wer ist hier in Facebook? Ich bin auch in Facebook. Zeigt euch mal. Komm, zeigt mal. Ja, zeigt euch ruhig. Hier sind wir, da kann man nicht dran vorbei. Das heißt, wir legen Spuren, nicht wahr? Allerlei Arten. Wir machen eine tolle Sache.
Zum Beispiel, wir haben also Freunde. Ne? Eine unheilvolle Sache. Und wenn einer von denen, das ist wie früher bei der Geheimpolizei, wenn man ein Mitglied aus der Roten Kapelle hatte, dann konnte man durch Foltern die anderen wahrscheinlich herauskriegen. Weil in diesem Fall wird nicht gefoltert, aber es wird sozusagen ein Ambient gepackt mit einem Griff. Wir selber erzeugen das Ambient, wir organisieren uns in Horden und diese Horden legen noch weitere Spuren und diese Spuren werden jetzt mit individuell oder gruppenmäßig zugeschneiderten Versprechungen bedient. So, das ist sozusagen mit ein Zug der neuen Orientierung. Als dieses Zeug alles so groß wurde, hat sich auf ideologischem Gebiet Folgendes ereignet. Die Mainstream-Intellektuellen haben nicht weniger erklärt, als dass es eigentlich gar keine Wirklichkeit gibt, sondern nur Medienrepräsentation. Die Frage nach Wirklichkeit oder Wahrheit wurde für überholt erklärt. Wirklichkeit, was ist das? Das ist fast schon wie Pontius Pilatus, als Jesus ermordet wurde. Also wirklich der Unschuldigste aller Unschuldigen, wenn die Geschichte stimmt. Und jemand sagt zu Pilatus, dem römischen Statthalter, das ist doch nicht wahr, dass der seinen Tod verdient hat. Und dann kommt der berühmte Spruch, über den Hegel nachgedacht hat, Wahrheit, was ist Wahrheit? Und es begann eine Epoche des Pontius Pilatustums sozusagen. Das war der dominierende Diskurs. Es gibt keine Wirklichkeit. Es gibt nur Diskurse und es gibt nur diese Welt der Fiktionen, in denen wir leben. Eigentlich ist die Warenästhetik, die Ästhetik selbst schlechthin geworden. Es ist total geworden. Bis der Friede gestört wurde. Der wurde in Raten gestört, ein paar Mal. Nämlich die ganz großen ersten Träume der Dotcom-Epoche, die platzten ums Jahr 2000. Pünktlich zur Jahrtausendwende, falls sich noch jemand erinnert, gab es einen der größten Börsencrache, Firmenzusammenbrüche in Massen. Das war aber nur ein kleines Vorspiel. Und jetzt haben wir die größte Krise seit 1929. Man könnte vielleicht sagen, 1929, das war die erste große Krise des Fordismus. Jetzt haben wir die erste große Krise des Hightech-Kapitalismus. Und darauf änderten sich die Diskurse. Plötzlich gibt es wieder Wirklichkeit. Und so ist nur die Wirklichkeit, dass wirklich eine Krise da ist. Da kann man nicht daran vorbeireden. Und zwar haben sie es versucht. Ne? Vielleicht erinnert sich jemand. Im Jahr 2008 hat unser Finanzminister gesagt, die deutschen Banken sind robust. Die Kanzlerin hat sich gegen Regulation des Finanzmarkts ausgesprochen, weil dann Deutschland Konkurrenznachteile erleiden würde. Und wenn man jetzt seit 2008 bis heute die Geschichte der Äußerungen der Politiker nachzeichnet, wird man finden, dass sie immer schneller das Gegenteil von gestern sagen, ohne dass es eine Geschichte gibt. Das ist übrigens ganz ähnlich wie in den kommunistischen Parteien der Vergangenheit. Die haben ständig ihre eigene Geschichte umgeschrieben, ohne dass je gesagt werden durfte, dass die Geschichte geändert wurde. Die Fotos wurden retuschiert, die Dinge anders erzählt, nur dass jetzt das alles viel schneller geht und auch nicht so blutig, muss man sagen. Oder vielmehr das Blut fließt natürlich, aber das fließt woanders. Das ist aber jetzt nicht mein Thema. Das wisst ihr alle. Das brauche ich nicht zu sagen. So, das ist der Jetztpunkt. Das ist die neuen Medien. Wie der Computer hat praktisch diesen ganzen Vorgang, den ich so von meinen Beispielen auf dem Wochenmarkt mit den Pyramiden von Äpfeln, das fängt im Mittelalter an. Bei Grimmelshausen wird das erzählt. Sehr drastisch. Das ist eine uralte Geschichte. Der Fordismus hat diesen Vorgang sozusagen schon technologisiert, industrialisiert, hat eine Ästhetikindustrie gekoppelt an die eigentliche Gebrauchsgüterindustrie. Und der Computer hat das völlig noch einmal revolutioniert, hat neue Medien geschaffen, das Internet zum Beispiel, die vielen Submedien, die übers Internet laufen,
Und schließlich die Individualisierung bis hin zur Individualisierung der Werbebotschaft. So, das ist die ganz, das ist sozusagen die Sequenz, die ich jetzt geschildert habe. Und jetzt lese ich noch ein winziges Stückchen vor. Ich finde, das darf ich jetzt. Das ist aber etwas Hintersinniges. Ich hoffe, Sie haben Sinn für objektive Ironie. Das sind die letzten Zeilen des Buches. Das habe ich nämlich gefunden in der Zeitung. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Schalksnarren, die sie sein müssen, haben Thomas Winkler, Dozent an der privaten Merz-Akademie für Gestaltung in Stuttgart, und 12 seiner Studenten Werbung als Wundermittel gegen die große Krise der Gegenwart angepriesen. Soll nicht Warenästhetik Geld bringen? Warum sollte dann nicht das Geld Warenästhetik bringen? Käme nicht das papierene Kaufmittel den Werbezwecken ideal dadurch entgegen, sich automatisch zu verbreiten und nie weggeworfen zu werden? Also wenn ich dir jetzt den Zettel gebe mit Werbung drauf, schmeißt du ihn weg. Wenn ich dir aber 10 Euro gebe, schmeißt du ihn nicht weg, sondern gibst ihn aus. Und von dort wandert er weiter und immer weiter. Warum also nicht darauf Werbung tun? Dann bringt das Geld. Bei 12 Milliarden Geldscheinen im Umlauf und einem Werbeflächenpreis von 1,20 Euro pro Monat, hat diese Gruppe ausgerechnet, würden binnen 2 Jahre 700 Milliarden Euro zusammenkommen. Damit lasse sich die von der Finanzkrise ausgelöste Wirtschaftskrise bekämpfen. Wie Münchhausen am eigenen Schopf zöge sich so die notleidende Wirtschaft selber aus dem Sumpf, indem sie einfach 700 Milliarden Euro mehr für Werbung ausgibt. Jetzt noch eine Sachinformation, dann höre ich auf. Der gesamte Werbeaufwand in Deutschland wurde von der Werbewirtschaft für das Jahr 2008 mit 30,7 Milliarden angegeben. So, damit bin ich beim Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe auf eine Diskussion.